Herzlich willkommen zurück zu der Let's Play Landwirtschaftssimulator, weiter mit Kabi. Ja, dann du kannst auch beigehen, wenn du willst, und gerade die Milch schon wieder hochfahren. Weil die Produktion steht ja gerade, die Haarmilchproduktion. Wir müssen das ja nicht immer nur um 7 Uhr hinbringen. Du hast jetzt 4000 Liter und sie produzieren ja nichts, also können wir ja was produzieren. Ich bin erst bei 42% Volumen, Kabi. Wenn du willst, kannst du das meinetwegen machen, also... Auf Weg. Weil die haben ja auf. Wir konnten ja nur nicht verkaufen. Das war ja alles. Alter, das ist so ein Apparat, Alter. Leck mich fett. Das ist so ein scheiß Pottnebel. Ja, der ist gleich weg in einer halben Stunde. Wie hoch man hier drinnen sitzt, laggt mich am Arsch. 20.044%. Da gehen 50.000 rein, Kabi, in das Zeit. Aber ich hab gesagt, also Karotten ist nicht so viel, ne? Nein, Karotten ist wirklich nicht viel. Also das stimmt. Also ich hätte wirklich ein bisschen mehr gerechnet. Aber gut, was soll's. Mein Gott. Geld ist Geld. Das stimmt. Vielleicht kriegen wir das Geld wieder raus, was wir ja durch die Leihgabe rausgekloppt haben, Kabi. Glaube ich nicht. Ja, wir müssen ja nicht alles rauskriegen. Aber wenn wir, sagen wir jetzt einmal, wenn die Hälfte wieder drin ist, dann bin ich schon zufrieden. So, ne? Ja. Das wäre schon ganz okay. Am Arsch, Alter, das nenne ich Lichter, Alter. An der Seite so viel Lichter. Junge, ganze Feld ist beleuchtet hier. Alter Schwede, ist das Teil cool. So. 22.500 sind 50%. Also. Ja. Das ist krank. Ja, da geht was rein. Jetzt überlege ich, ich habe gerade 23.000 Liter bei mir. Karotten. Du kannst zwar nicht, du arbeitest nicht schnell breit, aber dadurch, dass du nicht breit arbeitest, holst du die Arbeitsgeschwindigkeit wieder dadurch rein, dass du die ganze Zeit eigentlich durcharbeiten kannst. Ja. Ne? Das stimmt, ja. Und nicht großartig lange stehen bleiben musst. Und wenn du jetzt entladen musst, dann kannst du ja auch nebenher fahren, wenn du willst. So, du kannst ja während der Fahrt ja nebenher fahren und dich entladen, also. Na gut, wo ich jetzt mal sage, das Teil sieht für mich schon ziemlich voll aus. Also ich glaube, das Volumen wurde erhöht, Kabi. Der ist ja auch gemoddet. Ja, aber steig mal ein ganz kurz. Guck dir das mal an, wie voll der Behälter schon ist. Ich fahre noch ein bisschen weiter, ich fahre noch schnell in den Milchding rein, nicht, dass ich wieder auf der Straße bleib stehen und dann haben wir wieder ein Verkehrproblem. Dann sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ja. Also die Hälfte von dem Lagerkapazität hätte es auch getan. Aber gut. War im Paket mit inbegriffen. Richtig. Können wir nicht ändern. Oh, jetzt. Sag mal, einer, guck dir mal das Volumen an. Ja, ey, aber vorne hast du noch von hinten. Ja, nur in der Mitte. Normalerweise wird sich das ja richtig verteilen und daran siehst du einmal, der ist schon ziemlich voll, Kabi.
Muss hier mal vorne das Schneidewerk angucken, wenn ich jetzt fahre, wie der einsammelt. Sieht geil aus, oder? Sieht aus wie so kleine Arme, die ständig rupfen. Ja. Ich finde das mega genial. Wie viel geht in deinen Hänger rein? 40. Okay. Weit zurück. Milch ist abgeleert. Das ist doch auch cool. Dann geht nämlich die Produktion, läuft ja dann auch schon wieder. Weil irgendwann müssen wir ja auch mal so ein paar Sachen wieder anschmeißen. Gerade Milch ist eigentlich ziemlich wichtig, weil Haarmilch ist echt guter Preis. Ja, ist mittlerweile schon bei 2200. Ja. Weil vielleicht kann man dann nochmal die Haarmilch nochmal holen von der Molkerei und dann noch das, was wir im Lager haben, ne? Mhm. Und wenn es nur 1000 Liter sind. Scheißegal. Ja. Haben oder nicht haben, Kavi. Finde es ziemlich cool. Ja. Crema wäre aber vielleicht sogar erst, also vielleicht besser wieder Pfand erstmal, weil wir müssen den ganzen Mist auch noch verladen, ne? Ja, ja, aber wir müssen einfach gucken, was wir gleich an Geld zusammenkriegen. Ich glaube, dass wir schneller die Kohle gleich zusammenwirtschaften, wie wir denken. Ich glaube auch, ja. Die ganze Haarmilch, die gleich wegkommt. Der Sand, der ja auch schon wieder produziert. Es läuft ja schon wieder Sand oben, Kabi. Ja. Ne, also klar, das wird nicht viel sein, aber es ist Geld, die ja die ganze Zeit da produziert wird. Und wir haben 23.000 immer noch auf dem Konto. Wo wir heute angefangen sind, hatten wir 11, ne? Dann hast du das Güllefass verkauft. Ne, wir waren 6.000. Nach 0 6.000. Uhr. So, 6.000. Dann haben wir das Güllefass verkauft. Dann hatten wir wieder irgendwas bei 14 oder so. So, ja. Und wir haben jetzt immer noch plus trotz ein Gerät geliehen für über 50.000. Oder für 50.000. Ja. Wenn wir das jetzt nicht braucht hätten, dann hätten wir über 100.000. Dann. Richtig. Also meinetwegen kannst du auf dem Rückweg neben mir herfahren, weil ich habe 30.000 drin, ne? Dann kannst du nämlich auch schon wegfahren, Kabinenteil. Ich würde gerne, dass er voll ist, der Hänger. Ja, dann warte noch. Dann machen wir den Hänger komplett voll. Wir machen den Trecker aus. Sonst Diesel, Junge. Gott. Man muss. Kann ich nicht. Kann das gar nicht wegfahren. Was? Ach doch, ne. Edeka 836. Das ist ein guter Preis, Alter. 836. Aber Edeka macht erst um 8 Uhr auf. Am 8 Uhr auf. Egal, einlagern dabei. Hilft eh nicht. Was willst du machen? Außer ich könnte es zum Pferdehof bringen, kriege ich aber. Ja, aber ich finde, du könntest jetzt vielleicht schon den anderen Trecker holen und kannst auch sehen anfangen. Also dann ist hier schon wieder was drauf, Kabi. Weil wenn ja, ich voll mal. Bin, dann kann ich an Hänger ranfahren. Hol doch den anderen Trecker, lass den Trecker da stehen und fertig ist die Geschichte. Ja, ich fahre den dann nur ein bisschen auf sein. Was willst du hier drauf machen? Sojabohnen. Brauchen wir jetzt. Muss. Fuß. Wird dir nichts anderes übrig bleiben, Kavi, in meinen Augen. Oder Sonnenblumen, aber Sonnenblumen haben wir doch noch auf dem Feld, oder nicht? Nein. Wir haben kein Feld mit Sonnenblumen. Ach ne, Sonnenblumen haben wir aber auch noch genug. Wir haben auch noch was im Lager, ne, glaube ich. 20.000 haben wir noch im Lager. Ja, reicht. Bei Sonnenblumen kommt er dann wieder drauf, da wo Hafer ist, haben wir gesagt, da machen wir danach wieder richtig, Sonnenblumen richtig, drauf. Richtig. Erstmal Ding auffüllen hier, Maschine, ne? Ja.
steht denn der Frontladeranbau? Da, wo der Waschplatz ist, in der Halle. Bei dem Unterbau, wo der Streuer steht. Ja, ich muss sowieso erstmal noch den hier. Ding auch noch wegfahren hier. Einsammler. Jetzt habe ich mal gerade die Hälfte des Feldes, Alter. Leckt mich am Arsch. Sieht sich, ne? Na, es geht. Ich glaube, das würde sich nicht so ziehen, wenn du öfters leer machen müsstest. Ja. Aber stört mich hier. Alles ganz easy, wir haben vier Ja, okay. Schon. Also ich gehe halt mal, also du musst ja mal so überlegen, dass die Maschine ist ja für alle. Jetzt wenn du aber nicht Karotten machst, sondern Kartoffeln, dann bist du wiederum froh, wenn du 50.000 reinkriegst. Richtig. Deswegen glaube ich, hat der in dem Sinn so einen Mittelpunkt vielleicht sogar, weil man dafür wirklich, wir wissen ja auch nicht, was mit Rotkohl ist, Weißkohl und so weiter. Der Zuckerrüben geht ja die Maschine auch, das ist ja eine Allrounder, ne? Und der springende Punkt ist ja einfach, du musst dann ja auch später einfach sehen, du lässt hier sowieso später die Automatik fahren. Du wirst später das gar nicht selber ernten können mehr. Glaube ich nicht. Da werden wir uns irgendeinen Hans Theodor holen, der hier die Felder erntet. Gehe ich voll von aus, Kavi. Nein, Hans Jürgen, der wo einsammelt, also ja. Wegfährt. Das wird kommen. Also ich gehe da feste Überzeugung von aus, Kavi. Oh, das ist schon mal geil, dass wir kein Geld mehr brauchen für Saatgut, Dünger. Ja, das läuft, ne? Da sollte jetzt auch genug drinne sein schon, ne? So ja, langsam. Ja. Wir vergessen, Deckel aufzumachen. Also wenn wir da jetzt so langsam nicht genug haben, dann weiß ich auch nicht so langsam weiter. Also dann... Aber da geht halt auch viel Gerste durch, ne? Weizen brauchen wir für Gemüle, Gerste brauchen wir für Saatgut herstellen. Ja. Yeah. Das sind zwei Produkte, die du niemals verkaufen wirst. Nein. Verschwindet jetzt mal so langsam der Pottnebel? Immer noch nicht, Alter. Wird immer schlimmer statt in meinen Augen. Und wenn Kabi gleich hier ist, dann wenn ich gleich wieder zurückfahre, dann muss Kabi mich leer machen. Ich sage dann auf jeden Fall Bescheid. Bleib auf jeden Fall nicht stehen, weil du ja säen willst. Umso weiter komme ich voran, ne? Jupp. Einfach übel, dieser Berg, der da in diesem Fahrzeug drin ist. Wie viel Sprit das Ding nimmt, ne? Ich hab schon über 100 Liter, glaube ich, durchgehauen. Na gut, das Hinterteil läuft. Und dieses Gerät, was du vorne anhängst, musst du auch einzeln anschalten. Ja. Alles Sprit. Ich weiß auch gar nicht, was das Ding an Leistung hat. Kann man ja mal ganz kurz nachgucken. Das Teil hat 626 PS. Ja. 45.000 Liter Tank. Das ist schon eine Ansage. So, aber Kabi kann sich jetzt in seinen Trecker hier oben setzen. Und kann sich schon mal ausrichten, dass wir während der Fahrt gleich leer machen. Weil ich habe über 40.000 drin. Denk daran.
dem hat einen Wendekreis. Ich sehe es. Der Irre. Zwölf Kammer. Muss weiter drunter fahren, glaube ich. Komm. Scheiße, alter Billette, schnell. Ja, guck dir mal die breite Entladungsstelle an. Ach, Schusikowski kam hier. Das ist heftig, oder? Alter. 40.000 Karotten. Ich habe immer noch 3.000 drin. Geht aber eigentlich. Das ist eigentlich schon viel, wenn du das mal so überlegst. Ja, ist auch viel. Oh. Leggy. Ich nicht. Also bei mir ist alles super. Ich hab dann Übersteuern gehabt bei mir. Okay. Keine Ahnung. Okay, ich sag schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.